Huhu, Leute, ich bin Flascho. Willkommen zu einem brandneuen Let's Play-Projekt namens Let's Play Red Dead Redemption 2. Denn das Spiel ist endlich für den PC erschienen. Es war ja ursprünglich PlayStation-exklusiv, soweit ich weiß. Es kam ursprünglich Ende Oktober 2018 raus. Und jetzt ganz, ganz knapp nur ein Jahr später, etwas mehr, ein paar Tage, ist es endlich für den PC erschienen. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann gönne ich mir das doch einfach mal, denn es hat ja damals ganz schön für Aufsehen gesorgt, da es halt so gut war. Also jetzt nicht im Sinne von Skandalen oder so. Ich weiß, super viele Leute hatten damals drauf gewartet und alle haben gesagt, oh ja, endlich Red Dead Redemption. Und ich hatte da nie so richtig was von mitbekommen, weil ich, wie gesagt, kein Konsolenspieler bin. Ich habe keine Konsole, ich spiele rein nur PC-Spiele. Und bei solchen konsolenexklusiven Spielen denke ich mir dann auch meistens, ja, wenn ich die eh nicht spielen kann, dann muss ich mich damit jetzt auch nicht mega mit beschäftigen. Dann sind die Spiele anscheinend einfach nicht für mich gemacht. Und so ist es bei vielen Spielen und daher habe ich mir auch so generell so an Videos und anderen Sachen jetzt zu diesem Spiel oder zu diesem Franchise so gut wie gar nichts angeguckt und von daher ist das wirklich ziemlich neu für mich. Aber jetzt, wo das, wie gesagt, den Hype habe ich mitgekriegt und jetzt, wo das ein Jahr später für den PC rausgekommen ist, habe ich mir gedacht, gut, dann ist es jetzt anscheinend endlich mal was für mich. Dann versuche ich es jetzt mal. Es hatte sehr starke Probleme beim Release. Es ist bei 90% der Leute gecrashed. Sie konnten es gar nicht starten oder es hat geruckelt oder sonst irgendwas. Und ja, jetzt ist eine halbe Woche vergangen. Das war auch gar nicht so schlimm mit den ganzen Crashes, denn ich war die Woche über eh nicht da und konnte deswegen nicht spielen. Darum seht ihr auch jetzt hier erst die erste Folge sozusagen eine halbe Woche nach Release, nach dem PC-Release. Der war eigentlich am 5.11., und jetzt bin ich aber endlich wieder da und kann am Wochenende zocken und jetzt sind auch schon viele der Bugs behoben. Ich habe schon mal kurz reingeguckt, einfach um zu gucken, ob ich es überhaupt einigermaßen aufnehmen kann, denn es ist sehr rechenleistungsintensiv, dieses Spiel. Und ja, darum wollte ich es nur mal testen und da ist mir schon aufgefallen, auch ich habe ein paar kleine Grafikbugs hier und da ab und zu. Zuckelt mal das Bild so ein bisschen, flackert ein bisschen und auch Menüs hin und wieder. Aber trotzdem will ich jetzt nicht noch ewig hiermit warten. Das Spiel ist von Rockstar. Rockstar werden die meisten kennen, wie gesagt, entweder aus der Red Dead Redemption-Reihe oder aber, ich glaube, das größere Franchise von denen ist GTA. Das kennt ihr so gut wie ziemlich jeder. Naja, und von den gleichen ist, wie gesagt, auch dieses Spiel. Es ist, spielt, ja, ich will nicht sagen im Wilden Westen. Es spielt im Prinzip so zu der Zeit, wo der Wilde Westen gerade aufhört. Also der Wilde Westen war ja so die Zeit der Gesetzlosen und sowas und ja, Räuber und so. Und das ist jetzt hier so die Zeit, wo sich Amerika gerade so, ja, so weiterentwickelt, um aus dem Wilden Westen rauszukommen. Und man selber spielt im Prinzip jemanden, der aber noch so dieser Oldschool-Gangster-Räuber ist. Und man gehört zu so einer Gruppe, so wie ich das verstanden habe. Wie gesagt, ich kenne mich nicht mega gut mit Red Dead Redemption aus. Wir werden es aber gleich, denke ich, noch im Intro-Video sehen. Und ich habe auch schon gehört, dass das Spiel extremst lang sein soll. Also wirklich sehr, sehr lang. Darum werden wir uns auch hier in diesem Let's Play, denke ich, hauptsächlich auf die Main Story konzentrieren. Das heißt, wir gucken uns natürlich alle Sachen mal an, was man so machen kann. Soweit ich weiß, kann man zum Friseur gehen und man kann fischen und sonst irgendwelche Sachen machen. Wir werden alles mal testen, aber hauptsächlich werden wir uns auf die Main Story konzentrieren, damit wir dieses Let's Play in einer normalen Zeit irgendwann auch mal beenden können. Naja. Trotzdem will ich nicht viel weiter rumlabern. Ich habe schon wieder zu viel gequatscht. Darum Story anklicken. Nee, das war falsch. Jetzt habe ich online angeklickt. Ich muss hier unten Story anklicken. Und dann geht es, denke ich, auch los. Ladebildschirme, habe ich schon gesehen, sind sehr lang in diesem Spiel. Aber wie gesagt, es ist sehr ja, Performance-intensiv, dieses Spiel. Und ja, ich habe auch den Großteil der... Ja, ich habe so eine Mischung aus Mittel und Hoch von den Grafikeinstellungen her. Es sieht aber trotzdem ganz in Ordnung aus, denke ich. Alles auf Ultra kann ich nicht machen. Vor allem nicht in der WQHD-Grafik. Also Auflösung meine ich. Aber jetzt geht's los. Im Jahr 1899 neigte sich das Zeitalter der Gesetzlosen und Revolverhelden seinem Ende zu. Genau das meine ich halt. Das habe ich am Anfang gesagt. Hätte ich auch durchs Intro erzählen lassen können. Also 1899. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Das ganze Spiel ist übrigens auch auf Englisch, nur die Untertitel sind auf Deutsch. Sehr
selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Also ihr seht's, mit dem Wilden Westen geht's hier langsam zu Ende. Aber wir spielen noch so einen Revolverhelden oder eine, und wir gehören zu einer Gruppe von Revolverhelden. Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Ja, und so eine Bande sind wir. Und das Ganze spielt übrigens auch zeitlich gesehen vor Red Dead Redemption 1, also sozusagen ein Prequel. Aber auch das wird mir nicht sehr viel sagen, denn ich habe ja das Red Dead Redemption 1 ebenfalls nicht gespielt. Von daher bin ich hier auch, was Story und dieses Franchise angeht, komplett unbefleckt eigentlich. Red Dead Redemption 2. Ja, sehr schön. Und ich lasse euch einfach die Untertitel. Also ich werde nicht komplett alle Untertitel immer mitlesen. Das ist wie gesagt auf Englisch, aber es sind deutsche Untertitel da. Ich gehe einfach davon aus, dass ihr da ein bisschen mitlest. Weil da wird zum Teil so viel gelabert in dem Spiel, da kann ich nicht alles mitlesen. Da müsst ihr einfach selber ein bisschen gucken. Aber ich habe extra eingestellt, dass die Sprechernamen mit angezeigt werden. Okay, Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? Das sind wir, Arthur. I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know... An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Und wir spielen auch nicht den Charakter aus Red Dead Redemption 1. Es ist zwar, soweit ich weiß, die gleiche Gruppe, diese gleiche Gang, sag ich mal, diese Räubergruppe, aber es ist ein anderer Charakter aus der Gruppe. Und wir spielen, wie gesagt, zeitlich gesehen vor dem ersten Teil. Kapitel 1, Colter. Was auch immer das heißt. Sieht doch gemütlich aus da. Und es sind sogar Frauen dabei. Und einer wurde anscheinend verletzt. Oh, und Kinder sind sogar auch dabei. Und dieser Dutch, von dem wir gerade schon gelesen haben, der ist, glaube ich, so der Anführer von der Gruppe, glaube ich. Get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, Ollie, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it gladly. But we're gonna ride out and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet.
War eine gute Rede von Dutch. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Okay, irgendwas ist schief gelaufen. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Okay, jetzt ist das erste Mal, dass wir selbst was machen können. Benutze W, um Dutch zu folgen. Ja, dann machen wir das doch mal. Halte W gedrückt, um mit Dutch Schritt zu halten. Okay. Achso, okay. Dann bleiben wir also automatisch die ganze Zeit in der gleichen Geschwindigkeit vermutlich. Es ist anscheinend Mai. Ultra scheiß Wetter dafür, dass es Mai ist. Und halte, um schneller zu reiten, okay. Ah, da können wir Sprint, macht erst dann mit. Ja, sehr gut. Und, ja, anscheinend ist irgendwas schief gelaufen. Vorsicht auf der Brücke. STRG, um dein Pferd zu verlangsamen. Okay. Damit können wir es wieder langsamer machen. Können wir es auch. Müssen wir es gedrückt halten? Ne, damit hält es komplett. Ah, damit können wir es komplett anhalten. Okay, das bringt natürlich nichts. I can't believe we lost Davy too. He's the last one, Arthur. No more. Ja, jetzt wissen wir natürlich nicht, ob es wegen der. Oh, die Pinkertons. Das Interessante, habe ich eigentlich was zu sagen zu den Pinkertons. Da fällt mir was ein. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel dazwischen labern. Oh, sind wir automatisch langsamer geworden. Also irgendwas ist schief gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob wegen der Kälte oder ein Überfall oder sonst irgendwas. Aber die haben ein paar Leute verloren. Und ein paar Leute sind noch einfach verschwunden, von denen sie noch nicht wissen, ob sie tot sind oder nicht. Gentlemen, found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? Well, he didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Können wir jetzt richtig schnell machen? Oh, das ist cool. Achtet mal drauf. Wenn wir jetzt hier Gas geben, dann haut er so ein bisschen die Sporen ins Pferd. So ein bisschen. Also das ist eine ziemlich coole Sache, dass das sogar so ist. Und dadurch wird das Pferd halt schneller. Ist echt Kackwetter, ey, wenn man sich mal überlegt, dass es im Mai ist. Im Mai habe ich Geburtstag. Wir geben einfach mal Vollgas hier die ganze Zeit mit dem Pferd. Okay, halt Tippe, um dich an der Formation nach vorne zu. Ach so, weil wir schneller machen sollen. Genau, Maika. Ja, bremsen wir nochmal. Okay, alles klar. Er ist eh automatisch in die Cutscene geritten. Aber da unten ist das. Da unten ist das Haus. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob wir das Haus, ob wir da jetzt einfach hin wollen, um Unterschlupf zu suchen und Essen und keine Ahnung, Kleider oder sowas. Oder ob wir die wirklich überfallen wollen. Und ich weiß nicht, was für eine knallharte Gang wir hier sind. Ob wir wirklich so richtig krasse Gesetzlose sind, die einfach alle Leute überfallen und töten. Deine Gesundheit wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Das Herz da, okay. Oder ob wir halt noch einigermaßen normale Gangster sind, die nicht einfach alles umbringen. Aber werden wir rausfinden. Die äußere Anzeige zeigt deine verbleibende Gesundheit. Der Stand des inneren Kreises beeinflusst die Geschwindigkeit deiner Gesundheitsregeneration. Okay.
Also man regeneriert anscheinend automatisch Lebenspunkte durch diesen Kreis in der Mitte oder so. Nähere dich dem Anbindepfosten. Halte E gedrückt, um dein Pferd anzubinden. Okay, machen wir mal. Naja, das war ja einfach. Folge Dutch. Das finde ich auch cool, wie man hier so richtig Spuren im tiefen Schnee macht und so. Voll geil. Achso, wo wir jetzt schon mal gerade mal Zeit haben. Ja, wir sollen uns verstecken. Okay. Was mir gerade noch eingefallen ist, der hat gerade von den Pinkertons geredet. Begib dich zum Schuppen und drücke Q mit Deckung. Das machen wir gleich. Von den Pinkertons geredet. Die Pinkertons, die gab es wirklich. Das war eine Detektei, war das, die richtig, richtig groß war. Die waren im Prinzip eine Zeit lang, waren die Pinkertons, diese Detektei, so groß, dass sie eine ganze Armee hatten. Und wer von euch zum Beispiel Bioshock Infinite gespielt hat, da spielt man sogar einen, der mal bei den Pinkertons war. Also auch da wird auf diese Gruppe angespielt. So, begib dich zum Schuppen und drücke Q. Okay, dann gehe ich doch mal hier rein. Falls das das ist, was ich hier machen soll, und dann drücke Q, um in Deckung zu gehen. Ah ja, okay. So, benutze W, um aus der Deckung zu schauen. Okay, müssen wir eigentlich gar nicht. Weil man sieht auch so eigentlich genug. Aber so kann man vielleicht schießen oder so. Very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Benutze, um die Kamera zu bewegen und nach Micah zu sehen. Der Micah ist da. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. Oh, da ist eine Leiche drunter. Arthur. There's a body in the wagon. Beschütze Dutch. Wie machen wir das? Also haben wir schon mal die Knarre, oder? Drücke links, um zu schießen. Ja, sollen wir jetzt schießen, oder? Ja, ne? Sieht so aus. Okay, dann machen wir das doch einfach mal. So. Da ist noch einer. Man muss immer zweimal drücken anscheinend. So, R, um nachzuladen. Müssen wir jetzt machen, oder was? Ah, ne, wir hatten noch einen Schuss. Okay. Ein roter Bedrohungsmann am Rand der Karte, bla bla bla. Okay, da ist noch einer. Oh, warum konnte ich ihn jetzt zweimal schießen? Ah, da ist noch einer. Auf dem Scheißhaus war einer, oder was? Boah, was ist denn mit ihm los? Was hält der so lange auf? Oh, drücke, um zu rennen. Okay. Dem müssen wir jetzt nachlaufen, oder was? Dem Typen. Haben wir den jetzt erlegt? Ja. Er zuckelt zwar hier so ein bisschen rum. Im Schnee. Können wir den noch irgendwie looten oder so? Nee. Kehre zu Dutch zurück. Okay, looten können wir den nicht. Gut, von mir aus. Wir können jetzt wenigstens auch sprinten. Auch schon mal gut. Wir haben noch 36 Schuss. Das ist alles ein bisschen komisch, dass man kriegt halt... Okay, Old Driscoll Boys. Das schien so eine Art andere Gang zu sein, auf die wir hier zufällig getroffen sind, weil da lag ja auch eine Leiche drunter. Also anscheinend hatten diese Old Driscoll Boys, oder wie die heißen, hat anscheinend die gleiche Idee wie wir und haben einfach vor uns hier dieses Gebäude eingenommen oder so. War auch direkt mal ein richtig krasser Kampf, den wir hier überstehen mussten. Die Knarre habe ich noch nicht so ganz verstanden. Manchmal braucht man ewig, bis man wieder schießen kann. Und manchmal kann man zweimal schnell hintereinander schießen. Das habe ich nicht so ganz gecheckt, wie das hier ist. Oder man muss immer zweimal drücken oder so. Das war irgendwie unterschiedlich, wie das war. Halte in der Nähe von Gegenständen R gedrückt, um sie aufzuheben, während du das Haus durchsuchst. Okay, jetzt müssen wir Essen, Medizin und Whisky suchen. Nehmen. Was haben wir jetzt bekommen? Gesalzenes Rindfleisch. Okay. Gut, dann untersuchen wir mal dieses Haus hier. So. Schrank durchsuchen.
Nearly as big as the one on yours. Nehmen. Aber wenn man gedrückt lässt, nimmt man alles. So, der Kern deiner Gesundheit sinkt im Laufe der Zeit und ist jetzt leer. Solange er leer ist, verspürst du negative Effekte. Halte B gedrückt, um deine Tasche zu öffnen. Iss etwas, um den Kern deiner Gesundheit ein bisschen aufzufüllen. Okay, was haben wir denn hier? Dosenmais füllt den Kern deiner Gesundheit etwas, den Kern deiner Ausdauer ein wenig wieder auf und füllt den Kern deiner Gesundheit und ein wenig und den deines Dead Eyes, was auch immer das ist, etwas auf. Okay, dann nehmen wir hier einfach mal das hier. Essen das. Gegenstände haben verschiedene Wirkungen. Der Verzehr von Nahrungsmitteln füllt den Kern deiner Gesundheit etwas auf. Essen von Besseren füllt den Kern mehr auf. Okay. Ja, hier haben wir noch mehr Zeug. Schade, dass das nicht irgendwie so blinkt oder sowas. Okay, Schrank schließen. Müssen wir nicht nehmen. Wir nehmen einfach mal alles. 4x Kekse, okay. Wie kann ich jetzt eigentlich meine Leben... Oh, untersuchen kann man hier was? Blut. Okay, ja, also die O'Driscolls, die haben auch dieses Haus hier überfallen. Genauso wie wir im Prinzip. Aber ich weiß nicht, ob wir es jetzt wirklich überfallen wollten. Oder nicht. Begib dich nach draußen, nachdem du nach Vorräten gesucht hast. Okay, machen wir. Oh, hier gibt es Alkohol, oder? Oder Medizin. Ne, angebrochene Arznei. Ich will nichts Angebrochenes. Ist ja ekelig. So, okay. Schrank schließen müssen wir nicht. Sag ich eh scheißegal. Was haben wir hier noch? So. Immer weiter gucken. Oder stand gerade was mit Klettern. Da war eine Leiter, glaube ich. Gucken wir dann gleich mal. Aber erstmal machen wir hier nochmal nehmen. Goldene Taschenuhr. Okay. Schublade durchsuchen. Und nehmen. Man sieht nie, was man eigentlich nimmt, habe ich da das Gefühl. Verblüffende Erfindung, Bild 10, Premium-Zigaretten. Karte untersuchen. Jolly Jack's Cigarettes. Okay, was können wir jetzt machen? Umdrehen. Lesen. Verblüffende Erfindung, Bild 10. Dampflokomotive. Okay, hä? Ja, gut. Warum nicht? Was können wir nochmal? Weglegen. Tasche. Umdrehen. Vergrößern. Da können wir noch zoomen. Okay, Tasche. Was macht Tasche? Also, dann stecken wir es in die Tasche, oder was? Ja, okay. Was haben wir da jetzt noch gekriegt? Goldene Taschen, eine wertvolle goldene Taschenuhr kann für Geld verkauft werden. Okay, ja, gut. Wir können, und was ist das hier nochmal? Das war die Karte, ne? Verblüffende Erfindung, Bild 10. Eine Illustration eines selbst spielenden Klaviers. Okay. Ja. Warum nicht? Da oben können wir noch so durch... Ah, da können wir das einfach nur filtern, diese verschiedenen Sachen. Was macht denn die Medizin? Stellt deine Gesundheit komplett wieder her. Oh, okay. Gucken wir, was wird jetzt eigentlich ich verstehe das mit diesem Ring hier aus noch nicht. Der Ring, der müsste sich doch jetzt automatisch voll regenerieren, da ich ja diesen Mittelherzkern habe, oder nicht? Gucken wir mal, was wir noch, ob wir noch irgendwas haben, was Herz wieder auffüllt, was dann passiert. Ja, okay, dadurch wird tatsächlich ein bisschen Herz aufgefüllt. Machen wir mal nochmal mit diesen Keksen hier. Ja, jetzt haben wir Herz fast voll, aber warum ist dieser äußere Kreis dann nicht, das check ich irgendwie nicht, das mit diesen komischen Sachen, was man hier machen kann, durchsuchen. Aber egal. Ja, ja. Kriegen wir vielleicht noch irgendwie raus, was man hier machen kann? Dutch antworten. Okay. Was haben wir da bekommen? Oh, Geld. 1,85. Ja, warum nicht? Gut, was haben wir hier sonst noch? Nix. Hier könnte noch was stehen. Ah ja, da ist doch tatsächlich was. Leuchtet sogar. Okay, was zum Untersuchen. Ah, okay, das war wahrscheinlich der Typ, der draußen, die Leiche, die draußen lag, Perspektive wechseln. Oh, okay. Also, da können wir vergrößern, ja, umdrehen. Jake and Sadie Wedding. Lesen. Und dann sehen wir es immer nochmal auf Deutsch. Jake's und Sadies Hochzeit, 7. September 1896. Aha. Okay, ja, gut. Dann kommen wir wieder zurück. Aber mitnehmen können wir das nicht, ne? Ne, er stellt es einfach nur hin. Okay. Von mir aus. Gucken wir mal, was wir hier sonst noch haben. Hier vielleicht noch irgendwas zum Mitnehmen. Ja, aber wenn man in die Nähe geht, dann fängt es an zu blinken. Klassische Haferplätzchen. Aber von der Entfernung kann man nicht sehen, ob es irgendwas Interagierbares ist oder so. Gehen wir da mal hoch.
Ja, man kann da hoch sogar tatsächlich. Okay. Dann ist das so. Was können wir hier sonst? Boah, man kann zum Teil echt schlecht sehen. Oh, Revolvermunition war da. 6 Revolvermunition normal. Und nochmal klassische Plätzchen. Okay, zwischendurch muss man immer mit den Leuten quatschen und so. Aber das war's, glaube ich, hier oben. Ja, dann gehen wir wieder runter. Dann haben wir jetzt, glaube ich, hier alles untersucht, was wir untersuchen können. Aber da oben war ja auch einer. Wie kommen wir da hin, wo der da oben war? Da kann man gar nicht hin, habe ich das Gefühl. Oder? Ne, kann man hier irgendwo hochklettern? Nö. Ist keine Leiter für da oben, wo ich den einen Typen erschossen habe. Aber egal. Gehen wir einfach mal raus. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Okay. Hey, jetzt soll der noch mal reingehen, um zu gucken, was wir vergessen haben. Wie ist das denn jetzt mit Looten? Kann man in diesem Spiel keine Leichen looten, oder was? Halte links Alt, um dein aktuelles Ziel erneut zu sehen. Untersuche die Scheune. Ah, dann wird es auch auf der Minikarte angezeigt. Und wir sehen sogar auch das komplette HUD. Kann man das auch irgendwie machen, dass man es immer sieht? Weil das andauernd meine Lebenspunkte weggehen, ist ja total nervig. Waren wir hier auch schon auf dem Scheißhaus? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, aber hier können wir anscheinend nichts machen. Ist hier überhaupt was? Ah ja, da ist ein Loch. Wollte schon sagen, wieso ist denn der hier auf Toilette gegangen? Okay, aber gehen wir mal zu der Scheune da hinten. Ja, ich gehe jetzt schon zur Scheune, keine Sorge. Also ihr seht, ich bin hier aktuell noch ziemlich überfordert mit dem Spiel, weil wie gesagt, ich habe gar keine Vorerfahrung mit der PlayStation-Version und mit dem ersten Spiel und weiß noch gar nicht, wie hier alles läuft und so. Scheunentor öffnen. Von daher werden wir vermutlich ein bisschen brauchen, um uns hier wirklich richtig eingezockt zu haben. Von daher vergebt mir, wenn ich hier irgendeinen Quatsch mache und mich vielleicht anfangs noch ein bisschen doof anstelle. Wir haben unsere Pistole verloren. Oh, da ist ein O'Driscoll. So, F, um den anzugreifen. Okay, dann machen wir doch einfach mal. Das ist aber leicht. Der wehrt sich gar nicht. Muss man überhaupt so oft F drücken? Ich drücke einfach mal F ohne Ende. Aber jetzt läuft gerade alles automatisch. So, halte rechts gedrückt, um den O'Driscoll anzuschauen. Drücke E, um den zu packen. Okay. Befragen, schlagen. Schlagen hört sich gut an. With the others at an old mining camp southwest of here, near the lake. Okay, also das ist tatsächlich eine konkurrierende Gang sozusagen. Und wir wollen den jetzt hier befragen, wo der Hauptsitz von denen ist. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Was für ein Pferd? Ach, das da. Erwürgen, verschonen. Ja, schlagen hört sich gut an. Ja, und nochmal. Das macht schon irgendwie Spaß. Weil das sieht auch wirklich richtig brutal aus, wie der den verprügelt. Aber wie ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt hier auch so ein Spiel, wo Entscheidungen so einen extrem krassen Einfluss aufs spätere Spiel haben, wie jetzt in irgendwelchen so Adventure-Spielen wie oder so Novels wie in Life is Strange? Oder ich meine, das war ja selbst bei Assassin's Creed zum Teil so, dass die Sachen krasse Sachen haben, aber ja, ich glaube, wir verschonen den mal, oder? Weil das ist ja hier eigentlich, haben wir die Situation relativ gut unter Kontrolle. Und der hat uns auch jedes Mal, wenn wir ihn was gefragt haben, wir mussten ihm zwar erstmal in die Fresse hauen, aber jedes Mal, wenn er was gesagt hat, hat er uns auch geantwortet. Wenn wir was gefragt haben, hat er auch geantwortet. Also verschonen wir ihn einfach mal. Okay. Und vor allem habe ich schon gelesen, dieses Spiel ist halt auch so, also wie gesagt, was für Entscheidungen für einen storytechnischen Einfluss haben, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass das Spiel insgesamt so ist, wenn man lieb spielt, dann hat man es halt insgesamt leichter, weil die ganzen NPCs und so lieber mit einem reden, wenn man halt ein lieber Kerl ist und sich nicht wie ein Arschloch verhält und sowas. Ja, aufheben. Achso, jetzt auf einmal eine andere Taste. Hä? Mit Tab hat man die Pistole aufgehoben, mit R den Hut.
Halte rechts gedrückt, um das Pferd anzuschauen. Drücke G, um das Pferd zu beruhigen. Nähere dich dem Pferd. Und nochmal beruhigen. Beruhigen. Ich mache einfach immer, wenn es geht. Beruhigen. Und streicheln. Achso, wir müssen noch weiter. Halte eben das Pferd zu führen. Verbundenheit erreicht Stufe 1. Okay. Führen. Alles klar, jetzt haben wir schon mal. Baue weiter Verbundenheit mit deinem Pferd auf, um sein Vertrauen zu steigern und Werte zu verbessern. Okay, also wenn wir Verbundenheit steigern mit unserem Pferd, dann kriegt das bessere Werte. Vermutlich sowas wie schneller reiten, mehr Ausdauer und sowas alles. Ja, also wenn wir sind zwar hier eine krasse Revolverheldengang, aber wir werden, glaube ich, mal relativ lieb spielen, um uns da insgesamt, vermutlich wenn irgendwelche Städte nicht komplett böse, wenn irgendwelche Leute nicht komplett böse auf uns sind, dann können wir uns auch mehr umgucken und so. Ja, das ist bestimmt die Frau von dem... Oh. Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss. Come on, it'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on. Okay, wir haben aus Versehen die Bude von der abgefackelt. Aber das ist vermutlich die Frau von dem Typen, wo die Leiche im Wagen lag. They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. Ja, die kann wirklich nicht mehr da bleiben, jetzt wo wir die Bude angezündet haben. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Oh, die kümmern sich aber gut um die Frau, also. What's your name, Miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Ja, Sadie, genau, das war die von dem Bild. He was my husband. Okay, aber so eine mega fiese Ultra Arschloch Gruppe scheinen wir gar nicht zu sein. Die haben sich jetzt echt gut um die Frau gekümmert, also. Ich meine, jetzt haben die natürlich auch ein Maul mehr zu stopfen und die haben ja sowieso schon Probleme, aber sie nehmen sie mit. Und sind jetzt auch keine mega Assis zu der von wegen, so, ja, foltern und vergewaltigen und was weiß ich, was man noch alles machen kann. Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. Die sprechen sich da alle mit Nachnamen an. Die sind echt nobel, diese Gang. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Der hat sich darüber aufgeregt, dass er sich einen Raum mit irgendwelchen Negern teilen muss. Aber ich habe nicht verstanden, wie er die auf Englisch genannt hat. Irgendwas mit Dark, Dark irgendwas. Okay. Tritt auf, verfolgt von Erinnerungen. Ja, was soll denn das heißen? Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail.
And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, and he'd look for me. Jetzt kriegen wir sogar eine... Thank you. Eine Flinte, oder was? Eine Schrotflinte oder so. This way. Last I know, John was headed up the river. Okay, nächste Aufgabe. He kept riding north and never looked back. Wir müssen jetzt irgend so einen Typen finden. Diesen John. Ich habe ja ehrlich damit gerechnet, dass unsere nächste Aufgabe jetzt ist, diese Old Driscolls zu finden und denen ihren Zugraubplan zu vereiteln oder den Zugraub selbst durchzuführen oder irgendwie sowas. Aber anscheinend ist es doch nicht so. Sondern wir müssen erstmal diesen John finden. Und was auch interessant ist, wir müssen hier uns anscheinend immer mit einem Pferd beschäftigen, weil man, wie gesagt, diese Verbündungsstufe oder Freundschaftsstufe oder wie das auch immer, Vertrauensstufe, oder wie das hieß, aufbauen kann. Und da kann man nicht einfach, wie in Assassin's Creed, einfach irgendein Pferd nehmen und einfach immer ein anderes nehmen, was halt gerade rumsteht. So wie es aussieht. Es sei denn, diese Vertrauensstufe wird automatisch von Pferd zu Pferd übernommen, aber ich glaube nicht. Okay, wir können wieder steuern. Dann werden wir jetzt allerdings erstmal eine Pause machen. Das soll die erste Folge von Let's Play Red Dead Redemption 2 sein. Ich freue mich schon echt aufs Spiel. Wie gesagt, ich weiß echt nicht viel darüber und bin schon echt gespannt, wie das Spiel so wird. Und ja, von daher werde ich jetzt vermutlich direkt die nächste Folge aufnehmen. Ihr müsst allerdings noch einen Tag warten. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.